Tja, auch 5 Tage nach den heftigen Schneefällen in Erfurt wird wie hier am Krempfer Tor auf der Linie 2 noch fleißig Schnee weggeschaufelt. Noch etwas weiter draußen sieht es noch schlimmer aus, so wie hier zum Beispiel am Hanseplatz. Da wurde bis jetzt noch gar nichts weggeräumt. Greifswalder Straße, dasselbe Bild. Und auch Krempfer Gärten sieht genauso aus. Jede Menge Schnee auf den Gleisen. Und niemand da, der es wegräumen kann. Überall dasselbe Bild. Auch am Bautzner Weg jede Menge Schnee. Und ja, das hier ist jetzt am Marcel-Breuer-Ring. Da wurde schon ein bisschen was weggeräumt, damit der Bus hier fahren kann. Aber weiter als bis zum Marcel-Breuer-Ring geht es zurzeit nicht. Wer bis zum Ringelberg raus will, der muss zu Fuß gehen. Denn hier wird immer noch jede Menge Schnee beseitigt. Da kommt selbst der Bus nicht mehr durch. Das hier ist die Wagenfeldstraße. Auch diese Station ist immer noch im Schnee versunken. Das Netze ist gut auf Platz. Schienenersatzverkehr für die Linie 4 besteht zwischen Büropark Erfurt. Hier hat man versucht, sich bis zur Station Ringelberg die Gleise zu räumen, aber leider blieb das Fahrzeug weiter hinten wohl stecken und hat aufgegeben. Denn teilweise ist der Schnee schon so verhärtet. Schwieriges Durchkommen, kann ich da nur sagen.